Ja, und ich stehe neben zwei Delegierten aus Nordrhein-Westfalen, Peter Bonhoff und Heiner Gabe. Ja, Herr Grauland sprach von einem kritischen Moment, einem kritischen Tag gestern. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Insgesamt, denke ich, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir haben ein ausgewogenes Präsidium bislang, denke ich. Nordrhein-Westfalen, schön, dass wir endlich auch wieder ein Bundesvorstandsmitglied haben, was wir in der letzten Periode nicht hatten. Von daher bin ich eigentlich zufrieden, ja. Andere sagen, dass Herr Höcke sich durchgesetzt hat, indem Herr Gauland jetzt doch Co-Vertreter ist. Nein, Herr Gauland ist kein Synonym für Herrn Höcke und auch kein Statthalter oder Platzhalter für Herrn Höcke. Herr Gauland hat gestern klargemacht, dass er für eine konservativ-liberale Partei steht, aber den Brückenschlag hinbekommen will oder auch hinbekommen wird, da bin ich ganz sicher, zum Flügel, zu dem rechteren Rand unserer Partei. Und davon ist ein Signal der Einigkeit ausgegangen. Ich glaube, das wird auch von der Mitgliedschaft am Ende gutiert werden. 72% für Herrn Meuthen, 68% für Herrn Gauland. Mein Kollege Alexander Keller sagte schon, in anderen Parteien wäre es eine halbe Katastrophe, bei Ihnen nicht. Sehen Sie das so? Ist das eine Basis, auf der man bauen kann? Es ist auf jeden Fall eine Basis. Wir sind eine junge Partei. Wir sind keine Partei wie die CDU, wie die SPD, in der der Vorsitzende 100% bekommt. Das brauchen wir auch nicht. Wir setzen uns halt auseinander. Und wenn dann jemand sagt, er möchte den Vorsitzenden, der da gerade zur Wahl steht, nicht, dann ist es auch das gute Recht zu sagen nein. Und dann ist eine Dreiviertelmehrheit von fast 75%, ich glaube 72 waren es, ein gutes Ergebnis. Und Sie haben nicht das Gefühl, dass doch hinter den Kulissen so sehr gekungelt wurde, damit Frau von Sein-Wittgenstein verhindert wird? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Es ist gewählt worden, wie die einzelnen Strömungen das wollten. Es haben sich die Mehrheiten gebildet und von Kungelei ist mir in keiner Weise irgend überhaupt was bekannt. Wenn Frau von Sein-Wittgenstein gewählt worden wäre, wären Sie auch damit einverstanden gewesen? Nein, damit wäre ich mit Sicherheit nicht einverstanden gewesen. Schon allein deshalb, weil er eine Person, die seit einem Jahr erst in der Partei ist, oder knapp einem Jahr, nicht schon für ein solches Amt in Frage kommt, ganz egal, welcher politischen Richtung, Strömung sie angehört. Was erwarten Sie jetzt von der Partei, wo es hingehen soll, thematisch? Was ist Ihr Thema, was jetzt vordergründig behandelt werden muss als erstes? Also ich denke, wir sind weiterhin dabei, dass wir das Thema der inneren Sicherheit auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Was wir gestern hier erlebt haben, dass einer unserer stellvertretenden Bundessprecher also niedergeschlagen wurde, das sind Themen, die müssen wir bundesweit sicherlich auch besprechen, damit das nicht passiert, damit wir hier unsere demokratischen Rechte auch ausüben können. Das gilt nicht nur für uns, sondern für alle politischen Richtungen, aber bitte friedlich. Und bei Ihnen? Ja, die Themen sind gesetzt durch das Interesse der Bevölkerung natürlich. Innere Sicherheit, Zuwanderung und natürlich auch die Geldwertstabilität oder die Verausgabung unserer Steuergelder, unserer Steuermittelgarantien, Haftungen für Griechenland, für andere Länder. Das wollen wir nicht und das will auch das Gros der Bevölkerung nicht, weil sie bekommen keine Zinsen mehr, Milliarden, die unserer Bevölkerung nicht mehr zufließen, unseren Anlegern, sondern die durch die Niedrigzinspolitik eben von der EZB ad null geführt worden sind. Das war sehr auch deutlich durch den 100-D-Mark-Schein an ihrem Revier. Ja, richtig. Vielen Dank bis hierhin und ich gebe zurück an Alexander Kähler.